Hallo Freunde des Microsoft Flight Simulators und willkommen am Eiger. Hier rechts ist die Eiger Nordwand und ich bin an der Mittellegi-Hütte auf dem Hörnli-Grat, glaube ich. Ja, und wir fliegen heute mal den Airwolf, die Bell 222, einer meiner Lieblingshelikopter. Ja, die Bewaffnung ist nicht dran, aber alle, die in den 80ern jung waren, die kennen vielleicht noch die Serie. Oh, was sitzt denn da für eine halbnackten Personen da hinten drin? Das ist sehr, sehr lustig. Aber ich glaube, aus der Position kann man die auch sehen. Ja, das Umschalten ist immer ein bisschen schwierig. Na gut, ja, wir machen hier mal einen kleinen Rundflug. Und versuchen mal den Eiger, den Mönch und die Jungfrau abzuklappern und da auf dem Berggipfel zu landen. Bauwerk Rhein, das ist das Coole bei der Bell 222. Die wir eigentlich gar nicht so draußen lassen, weil wir gleich oben sind. So, hier ist die berühmte Eiger Nordwand. Da habe ich schon ein paar Videos zu gedreht. Aber wir fliegen mal kurz zum Gipfel hoch. Ja, mit dem Heli ist er schnell erreichbar. Für Bergwanderer erstmal ein paar Stunden unterwegs von der Mittellegi-Hütte. Schon verrückt, dass man da ein paar Sekunden oben ist mit dem Heli. Da unten ist Grindelwald. Ah, die fotorealistische Grafik ist sehr cool, ne? So, wollen wir mal schauen, ob wir den Gipfel finden. Ui, wenn man da runterschaut, Eiger Nordwand ist doch schon ein ganz schöner Kracher, ja. Der Albtraum aller Bergsteiger. Man macht sich bei Bergsteigern nicht beliebt, wenn man mit einem Helikopter auf einem Berggipfel landet, habe ich mal gehört. Da werden die sehr böse. Irgendwann ist ja mal vor 15 Jahren ein französischer Helikopterpilot auf dem Everest-Gipfel gelandet. Da hat er sich wenig Freunde mitgemacht. So, da ist wohl die Spitze vom Eiger. Ich glaube nicht, dass wir da genügend Platz zum Landen haben. Naja, das spielt die Grafik auch nicht wieder richtig mit an der Stelle. Ja, also da sind ein paar Grafikfehler drin. Ja, vor allen Dingen die Kollisionsabfrage. Man kann wirklich an vielen Stellen nicht so optimal landen, weil teilweise die Oberfläche einen halben Meter von irgendeiner Grafik überlagert ist. Naja, so. Das war der Eiger. Und da hinten ist die Mönchsjochhütte. Fliegen wir erstmal zum Mönch rüber. So, da ist der Mönch. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer die Berge auseinander sind. Der hat einen schönen Gletscher hier, der Mönch. Also die Bell 222 fliegt sich doch schon ganz schön ruppig. Da ist die Bell 407 wesentlich einfacher zu fliegen. Ja, diese Grafikfehler, die sind ein bisschen nervig. Das sieht man eigentlich auch bis im Hochgebirge. So, auf dem Mönch. Da steckt da ein Fels drin.
Oh, ist die Mönchsjochhütte, die ist da unten irgendwo. Da ist die Mittellegi-Hütte, ja, dann muss die da irgendwo sein. Ja. Gut, da ist das Jungfraujoch, das Sphinx-Observatorium, da ist kein Helipad. Aber zum Jungfraujoch geht ja eine wunderschöne Bergbahn hoch, die größtenteils unterirdisch fährt, aber an einigen Stellen sind wohl Aussichtsfenster in den Fels gehauen. So, die müssen ja hier irgendwo sein, diese Aussichtsfenster. Sieht man die? Ja, die werden wir aber nicht finden. Oh, Herkulesse ist ja gewaltig, ne? Das sieht schon geil aus. So, hier ist der Sphinxfelsen. Gucken wir mal das Observatorium an. Da sind doch mehrere Gastronomien. Also, ich habe mal die Zeit ein bisschen vorgedreht, damit wir ein bisschen Abenddämmerung haben. Oh, der Mond ist auch zu sehen, sehr cool. Na, das hat doch schon was, ne? Ja, hier fehlt ein bisschen Auftrieb unter den Rotoren, da ist schon die Luft ganz schön dünn und fast 4000 Meter. Ich weiß gar nicht, wie hoch das Jungfraujoch hier ist, ich glaube 3,5 oder so. Ah, oh, der Schatten vom Heli. Cool. Und die Mondphase stimmt auch. Also astronomisch ist alles drin im Flight Simulator, sogar Mondfinsternisse, Sonnenfinsternisse. Sternenhimmel wird korrekt dargestellt, also top. Programmierer haben sich echt Mühe gegeben. Und die grafische Oberfläche ist wirklich ja, das Beste, was sie in 40 Jahren programmiert haben. Früher ging es ja noch gar nicht in der Qualität. Ich kann mich noch an die Flight Simulator Version aus den 90ern erinnern. Das sah alles noch ein bisschen anders aus. So, okay, dann fliegen wir mal. Achso, zur Jungfrau wollten wir nochmal hochfliegen. Landung auf dem Gipfel der Jungfrau. Bei Sonnenuntergang. Da ist die Sonne schon weg. So sieht das noch schön aus. Das ist doch eine Berglandschaft, ne? Boah, die Farbgebung am Heli, die Reflexe. Das ist ja Wahnsinn. Sieht das geil aus. So, da ist schon der Gipfel der Jungfrau. Irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal bestiegen worden. In einer Vierergruppe Bergsteiger, glaube ich. Und danach haben sie die Jungfrau dann Frau Meier genannt. Naja, uiuiui.
Naja, gut, das ist jetzt nicht ganz realistisch. Da hätte ich mir schon den Heckrotor abgesäbelt. So, dann fliegen wir mal noch zum Richtung West-Südwest zum Erschienensee, falls ich den finde. Das muss in der Richtung sein. Das wird einen Moment dauern. Ich bin die Strecke schon mal mit einer MiG 29 geflogen. Da ging das alles ein bisschen schneller. Aber der Heli ist nicht so schnell. Ah ja, da ist der Erschienensee da. Genau, am Kartenrand. In die Richtung fliegen wir hin, genau. Da muss ich noch über ein paar Berge rüber. Ja, viele Grüße an Robin Polarstern, falls du das Video nochmal siehst. Du hattest dir ja damals die Videos gewünscht, hier von der Eiger Nordland und vom Jungfraujoch und vom Maschinensee. Und da bin ich ja mit der MiG 29 geflogen. Und jetzt fliegen wir nochmal mit der Bell 222. Ah, Mann, ich muss sogar noch was schalten. Hier. Wenn man bei der Bell den Steuerknüppel mal kurz loslässt, dann kommt das Ding gleich ins Trudeln. Beim Jetranger oder bei der Bell 407 ist das nicht der Fall. Die bleibt da relativ stabil in der Luft. Ich weiß gar nicht, warum die Bell 222 hier so ruppig zu fliegen ist. So, ich kann euch nicht sagen, wie die Berge heißen, die da jetzt für uns liegen. Zumindest geht die Sonne gerade runter. Das sieht schon mal schön aus. Kann man noch mal ein bisschen, also, zum Tageslicht zurückholen. Jo, Mensch, die Schweizer können einem leid tun, die müssen die ganzen Berge hier auswendig lernen. Wahrscheinlich kriegen sie das in der Schule alle schon beigebracht. Da ist die Mondphase nochmal gut zu sehen. Ah, Hilfe! Die Griesalp? Ne, da wollen wir nicht hin, hier wollen wir zum Maschinensee. Ui. So, jetzt ist er wieder. Na, komm, bist du stabil? So, naja, da unten ist ja der See schon. Okay, da bin ich am besten noch ein bisschen Tageslicht zurück. Das sieht man von dem See nicht viel. Vielleicht ein bisschen Schattenwurf, vielleicht ganz lustig. Also ein bisschen Schatten. So, gut, dann fliegen wir mal runter zum Maschinensee. Uiuiui, Mensch. Wow. Sieht ja geil aus. Schöne Wasserfärbung.
Ach, das war ein bisschen Gastronomie. Haben die da ein Helipad? Ne, eine Aussichtsterrasse. Kann man zur Not auch drauf landen. Ah, ne, das ist eine Dachterrasse. Mal schauen, ob man da landen kann. Naja, ui, na, was denn jetzt? Na, ui. Ach Gott, was ist das denn? Macht irgendwas mit der Kollisionsabfrage nicht so richtig hin. Aber das ist ja meistens so. Ui, hänge ich da noch am Baum? Nee, oh, das mit der Realitätseinstellung auch nicht ganz korrekt. Ja, immer da mal im Gras. So, willkommen am Schienensee. Schönes hohes Gras, ja, dass sie da die Grashalme so eingebaut haben, ist schon faszinierend. Geht da hinten eine Serpentine runter. Nein, also aus. So, dann machen wir noch mal einen kurzen Durchlauf der Tageszeiten. Dann geht die Sonne auf. Ah, jetzt kommt der Schattenwurf über den See rüber. Und so sieht es dann bei Nacht aus. Sternenhimmel. Da ist der große Wagen. Cool. Polarstern. Cassiopeia. Oh. Ein Bärenhüter. Ja. Sehr korrekt. Ja, kann man schön mit rumspielen, den Flight Simulator. Schauen wir mal, dass wir hier die Schattengrenze mal genau erwischen. Uhr. Das wird schon nass im Heli. So, mal noch ein bisschen mehr Wind machen. Geht's aber schon. Oho, da ist ja ordentlich Seegang hier auf dem See. Oho, uiuiui. Oho, nein.